Sau, Leute. Da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe nochmal dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Jorion Death and Taxes. Also 80 Karten Death and Taxes. Gegen Junt. Ich habe es mal Junt genannt. Es ist eigentlich eher so ein Junt-Control-Style-Deck. Ja, wird gerade mal eine Tiger zwischen die Beine geschmissen. Ja, kann man. Jetzt war, glaube ich, ein Wasteland, oder? Nicht, wenn es so ein Tiger. Oder aber ein Wasteland. Ja. Aber auch auf jeden Fall teuer. Ja, ja, ja. Ach, mit Duels kann man das auch mal machen. Ja, vom Matchup her war Junt nie gut gegen Taxes. Das ist die Frage, was die aufgeplüschte Version macht, ne? Genau. Ebene Erdviole. Was ein Lacker. Ja, okay, da in den 80 Karten Dings. Ja, die Wahrscheinlichkeit sinkt einfach, dass du es dass du's auch hast. Ja, du hast ja auch keine Tutoren für Artefakte drin aus der Stoneforge. Ja, genau. Und die macht ja halt keine Ausrüstung. Nee, da wäre ein bisschen bescheuert. Oh ja. Nö, aber sonst grundsätzlich Wasteland Bob. Bob ist schon ziemlich gut gegen Taxes. Jo. Aber zwei Mana. Talia. Talia ist ein bisschen nervig für einen Junt Control, aber nicht ganz so. Uff. Drei Schaden. Ja, da ist der, wie heißen sie? Nicht Cabaretti, sondern auf Deutsch heißen sie Umnieter. Ach ja, keine Ahnung. Der Umnieter-Charm. Das Umnieter-Amulett heißt es, glaube ich, dann auf Deutsch. Ja. Dann Tarmogoyf da, da ist ein Wasteland auf der Hand. Boah. Und ein Edikt. Das hat ein Edikt, das ist natürlich auch nice. Ja, eine Mama auf der Hand, eine Stoneforge, das ist auch gar nicht mehr die schlechte Hand für Taxes, aber ich glaube, sie ist nicht gut genug. Boah. Muss jetzt echt schon überlegen, ob du dort Edicts knallst, ne? Ja, oder man wastelandet hier so ein bisschen wild rum. Wofür habt ihr denn so viele Wastelands? Ja, gegen die Weil. Ein bisschen Wasteland, okay. Jawohl. Und jetzt No Regrets. Noch ein Bob. Greatness at any cost. Bam! Another Bob, ja, da kann ja einer angreifen. Ja. Obwohl, ne, der Erstschlag. Stimmt schon. Da kommt die Mama. Was macht jetzt der Charme? Ich meine, der macht irgendwas mit Schaden. Der ist nicht der Kabaretti-Charme. Wie heißt denn die denn in Ding? Also, ist, Ich Kabaretti kenne ich. Ja, Kabaretti sind die rot-grün-weißen. So, aber zwei gehauen. Oh. What? Keine Stoneforge gespielt? Achso, ja, schon auf Weil liegt, ja. Ja, man will die schon mit der Weil reinsetzen. Ach, aus der Regie, der Charm. Ein Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker mit dem höchsten Mana-Betrag. Man schickt die obersten drei Karten der Bibliothek ins Exil. Man kann sie bis zum nächsten Endsegment casten. Oder man exilt den Friedhof. Also ein Removal, ein Burst Draw. Also ein Impulse Draws, wie sie heißen. Oder einen okay. Friedhof exilen. Boah, gar nicht so schlecht. Ja, das ist ein Bolt, ein Thoughtseize. Gerade schön in dem Dings Bolt und noch ein Edikt gezogen. Ich halte eine Menge Removal. Ja, das ist halt jetzt so. Auf der anderen Seite können wir jetzt einfach. Das muss Stoneforge Feierabend. Der hat sich ich würde hier fast schon angreifen. Ich würde auch angreifen. Der Gegner weiß von Edikt und so weiter. Ja, kommt Edikt, kann man nicht drauf reagieren. Mama oder Talia. Woody oder Talia, ne? Die wahrscheinlich Italia gehen. Die Mama ist zu stark mit der Stoneforge, ja. So, und dann würde ich auf jeden Fall mit Bob angreifen. Einfach nur, damit der hoffentlich stirbt. Ja. Doppelbob. Bobby, da ist noch ein Flickerwisp und ein Karkas auf der Hand. Das ist eine ziemlich gute Hand von Taxes. Wenn da jetzt noch irgendwie ein Recruiter oder so kommt, dann wäre die Hand richtig gut. Ah, Steffen immer mit seinem doppelten Aufschreiben. Ja, ist halt so. Ja, das fehlt, ich aber muss der Companion-App, das fehlt noch, dass du halt spottest, wie viele du runtergegangen bist. Ja, also generell so eine History. Eine History wäre echt nett. Ja. Absolut. Aber der Companion-App fehlt einiges. Aber sie ist schon mal sehr gut, dass wir sie überhaupt haben, meiner Meinung nach. Auch wenn viele Judges darüber echt meckern. Kann ich verstehen. Echt nicht. Bei uns läuft die immer super. Da geht die Kaldra Complete. Kaldra Complete hier natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, mit den Edict-Effekten ist das halt auch nicht so einfach. Aber dafür muss der halt den Rest erstmal wegkriegen, ne? Genau. Aber der Rest ist mit Bold, Abrupt und was ich da nicht alles sehe. Ist eigentlich schon gecovert, ja. Ja, dann könnte die Galdra. Geht die erst auf 3. Draw Wasteland. Warum legt man die ja jetzt mit rein? Weil man die Stormforge gerade erst reingelegt hat. Stimmt.
Ja. Die Stoneforge hat keine Eile. Eile. Kalra hat Eile. Yes. Da gibt's ein Wasteland und ein... Ich würde wahrscheinlich sogar das Wasteland Wasteland. Boah, echt? Ja. Hm. Kalra, complete. I am complete. Und 5 in die Schnauze. 5 in die Schnauze. Hallo? Ich glaube, da wird erstmal überlegt. Erst lenken, dann lenken. Nein, nein, nein. Querlegen, immer querlegen. Sie hat keine Eile, stimmt. Doch, die hat Eile. Nicht Eile, Wachsamkeit. Das genau, war, die hat keine Wachsamkeit. Da muss man ein bisschen überlegen, aber bei den Bobs kein Problem. Wasteland, eine Schwarz-Rot-Quelle. Okay. Ja. Kann man auch machen. Ich hätte das Wasteland gemacht, damit man nächste Runde das KK spielen kann, aber ich glaube, ich. Das ist schon okay. Was hat er eigentlich mit seinem Leben? Wow, die Bobs, die haben dem jetzt einfach mal 4, 7, 10 Schaden gehämmert. Ja, 2 Bobs ist auch sehr, sehr greedy. Boah. Ein Bob finde ich voll okay. Ein Bob finde ich voll okay. Okay, der wird geschoben, alles klar. 2 Bobs sind schon. Ja, mit dem Kaldran, was denn die alles? Ja, ich hätte halt einen zurückgehalten. 5 Junkblock. Für irgendwas. Ja, Bowls sind, also Bobs sind schon, die sind schon... Ja, boah, das war halt echt... Uff. Das will der alles reinnehmen. Never ever. What? Er hat Karten rein weggetan, die er nicht haben wollte. Ah, okay. Ja, Junt wahrscheinlich. Mehr Removal? Mehr Removal, Artifact Hate. Artifact Hate. Und Yorion Texas? Boah, schwierig. Ich glaube, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, da hätte ich gar nicht so viel... In Weiß. Vielleicht ein Planeswalker. Ein Gideon. Oder sowas, ja. Hm. Das ist eine Mama. Okay. Wahrscheinlich in irgendeinem Discard. Da war ein Port, da war ein Stoneforge, da ist ein. Ist das schon wieder eine Fiole? Ist schon wieder eine Fiole. Da hat 2 davon. Alter. Ich call it cheating. Ja. Ja, ja. Wir sollten ihn auf jeden Fall das nächste Mal rückwirkend disqualifizieren fürs Cheaten. Ja, und ab jetzt wird nur noch das Deck von anderen Leuten gemischt. Genau. Nee, tatsächlich. Ignoble Hyrux Deck. Tatsächlich kenne ich das sehr gut mit den Fiolen. Die lieben einen oder hassen einen. Man hat Tage, da hat man die immer auf der Hand und man hat auch Turniere, da hat man nicht eine einzige Fiole gesehen, außer Turn 25 oder so. Das stimmt. Uff, kein farbiges Mana. Nee, aber Fiole regelt. Oh. It's abrupt auf die Fiole. Party sind ja hier. Bäm, 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 bäm. Das wäre gut. Ja. Das ist Fetchland. Fetchland. Kommt da noch was? Bestimmt. Also Ignoble Hyrux hat ja auch 4 gemacht für das Deck tatsächlich. What? Das ist echt nichts. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, da ist noch ein Karakas. Sind 2 Karakas auf der Hand. Hm. Da würde ich mit dem Karakas weitergehen. Okay. Another one. Another one. Und Wasteland. Darauf würde ich jetzt aber reagieren. Jo. Ein Mana floaten. Wahrscheinlich ein grünes. Oder ein rotes. Rot für Bolt. Ja. Einfach nur in Fresse. Ja. Boah, der würde ich mir das Removal bewahren. Ach, ja. Wieder die Abhackländer. Ja, wunderschön. Aber ich glaube, hier hätte ich wahrscheinlich auf Duel gegangen. Kabarett, die Char. Das heißt? Impulse Draws wahrscheinlich. Er deckt die obersten 3 auf und darf die bis zu seinem nächsten Endstep spielen. Boah, Bolt Hymnland. Play oder Cast? Das ist jetzt die Frage, weil ansonsten wäre das Land echt weg. Ja, das stimmt. You may play those cards. Das ist ein ziemlich gutes Straight-Up-Line. Den. Ja, vor allen Dingen gerade mit der Hand, wenn man schmeißt die Hymn. Dann Hymn. Uff, okay, keine Fiole. Aktivierung. Ich hätte vielleicht die Mama aktiviert, aber man hat. Ja, okay, dann frisst die Mutter halt einen Bogen. Bei den Äußeren Stoneforge und Karkas. Okay, man hat ja noch einen Karkas. Aber Stoneforge ist schon ganz gut. Gib mir jetzt Fetch Bolt ins Gesicht. Einfach nur mal ins Kamera. Man hat noch 2 weitere Bolts in der Hand. Oder lässt man den gehen fürs Fazis? Das ist jetzt die Frage. Du könntest halt auch darauf hoffen, dass er mit 1 noch was reinknallt. Weil wenn die Mutti active ist, dann kriegst du die halt kaum weg. Ja, das ist leider wahr.
Ich weiß nicht, ob da ein Pernicious Deed im Sideboard ist oder nicht. Pernicious Deed wäre natürlich richtig nice in dem Deck. Ja, da kommt die Mutti rein. Ja. Und dann hast du noch zwei Länder. Länder. Ein Ganjo und Karukas. Davon kannst du leider nichts nehmen. Ja. Dann geht der, bleibt der im Exile und dann geht es weiter mit der wilden Fahrt. Jo, dann geht eine Fiole auf 2, eine auf 1. Ich finde die Fiole auch ziemlich cool. Die sind wunderhübsch. Ja. Vor allem, wenn man den Duck Faden sieht. Duck Faden, der beste. Beste Mann. Ja. Man hat einen Port, dann kann man den Gegner porten. Upkeep, Port. Upkeep, Port. Nothing happens. Why? Es ist nicht sehr effektiv. Why? Wurde wahrscheinlich vergessen. Naja, Iganjo geht nicht. Iganjo geht nicht, kostet 4. 4? 4 oder 3. Auf jeden Fall mehr als 2. Ja, würdest du ohne Kommentar den Port Wasteland. Ist das eine Deed? Da ist eine Deed auf der Hand. Oh mein Gott. Oh, hat kein Land gelegt. Bombed into the Stone Age. Sonic Boom. Ja, okay, jetzt ist die Frage, wenn du Sonic Boom hast, haben beide nur noch eine. Ja, okay, theoretisch der Judge-Spieler zwei. What? 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 Das hätte ich so instant hochgejagt. Das ist Natalia. Ja, ja. Ich meine, okay, nächste Runde kann man ja auch viel, viel mehr wegräumen, aber trotzdem, das kann man mit Karkas jetzt beschützen. Das ist. Uff. Uff. Schwierig. Boah. End of Turn für 1. Knallt sich die Talia rein? Das war dann kein guter Zeitpunkt. Nee, dann wäre ich in meinen eigenen Zug gegangen und hätte. Ja, vor allen Dingen, jetzt bist du nächste Runde geportet. Ja. Wenn er dran denkt. Ah, eine Lilly. Ah, ein Mana. Das sind 3 Mana. Alles ja, Lilly kostet 4. Kacke. Und Bolt war kein Rot drin. Ja, wenn der das nächste Runde, letzte Runde gemacht hätte, dann wäre das so viel besser gewesen. Das war eben ein Port. Was hat man hier gefunden? Ich habe es nicht gesehen. Nein, niemals. Ich habe auch nichts gesehen. Ah, Jorion auf die Hand nehmen. Clever. Man denkt an den Vogel. Ja. Ich meine, okay, wenn jetzt halt einfach ein Land kommt, dann Lily Drop. Lily Drop und dann ist der Drops gelutscht. Oh, ich glaube, es war ein Land. Was ein Land? Ich sehe 2 Bolts. Ah, das ist auf jeden Fall, was man casten kann. Hm? Black Engineer. Black Engineer, Human, bla 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 bla. Einmal Human. Einmal das Board clearen, danke. Ja, und vor allem jetzt kannst du nächste Runde auf jeden Fall safe den Dings wegkriegen, den Vogel. Jetzt ist die Lily frei. Da ist noch ein Flicker Wisp. Da ist das Iganjo in Play. Jetzt kommt der Geier. Ja, da wäre ich wahrscheinlich auf den Flicker Wisp gegangen. Flicker Wisp, Flicker ein eigenes Land, Port den Gegner. Nächste Runde Geier. Geier flickert Flicker Wisp. Flicker Wisp nimmt dem Gegner zum komplettes Land raus. Das wäre schon, ich glaube, das ist der bessere Play, den man da machen kann. Das ist noch ein Wasteland. Das ist dann auf jeden Fall die dicke Lilly. Dann geht da Lilly und dann opferst dir da mal bitte eine Kreatur. Nö, nur einer. Ja. Dann Wasteland. Okay, Beat für 2, Wasteland. Wasteland, Iganjo oder Port. Ich würde den Port Wastelanden. Eigentlich gehst du safe auf den Port. Go! Ja, der hat den ja eh nicht benutzt, den Port. Stimmt, ja, kannst du auch immer. Dann 2 Flicker Wisps. Und eine Bellaskal. Nee, eine Bellaskal und eine Flicker Wisp. Bellaskal natürlich hier auch mächtig. Mit 5? 5 Ländern, ja. Nice. Ja, einfach Bellaskal smashen. Was soll er großartig machen? Wenn er sie kaputt macht, Flicker bis, Flicker bis, Flicker, Bellaskal, Bellaskal kommt wieder rein. Auch das ist ein guter Play. Das ist auch solide. Oh. Bei 9 Flicker bis geht. Die Lilly wird safe plussen. Ja, deswegen muss man jetzt die Bellaskal spielen. Ja, ja, aber dann ist die Flicker bis halt weg. Ja, man hat einen Bellaskal. Ja, das stimmt. Ja, ist eine Frage. Du musst. Flicker Wisp? What? Hä? Okay. Auf meinen Karakas? Das hätte man letzte Runde machen müssen. Ich glaube, der hat einen Delay. Der ist ein Internet Explorer. Aber echt so. Der Upkeep. Upkeep Port. Ja, vor allen Dingen, jetzt kannst du halt. Endlich mal ein Port. Das ist ein DK. Ja, das ist. Ah. Boah, plus Lilly, wirf einen Bolt weg.
Er musste. Aber dann geht die letzte Handkarte um Medna. Das ist ein Jump-Spieler hier super wichtig, das zu machen. Genau, Port Wasteland, Abrupt frei haben. Plus. Yes. Das ist mächtig. Das ist gut. Schöne Outboarder. Black Border Bolts. Ja, ich glaube, die sind deutsch. Ja, vermutlich. Sie werden nicht aus Beta sein. Nein, vermutlich nicht. Aber auch deutsch sind deutsch gemacht. Aber den. Was? Den Trader nicht so genommen. Alle Humans befreien. Der Wastelandet kein Land. Ums Verrecken nicht, ne? Hier geht die Lilly, das ist okay. Das kann man machen statt den Trade. Hat man da einen anderen Trade? Da kommt eine Ebene. Das, dann Go-Port. End of Turn. Grüne Sampool. Cloud Black. Black. Schwarz. Pew. Decay. Ich meine, man braucht hier irgendwie ein rotes Mana. Ja. Man hat nichts gesehen. Boah, ist das ein Grind-Beatdown gerade. Ich hätte schon längst den Port gewastelandet. Längst. Nee, gut für den Fall, dass man sie halt wegkriegen muss. Ja, was soll da passieren? Nicht für eins, für zwei. Drei? Blick. Recruiter? Ah, oh mein Gott. Spirit. Der ist gut. Der ist gut. Ja, passiert halt, ne? Ja. Dann spielen die Löffelchen. Ja, hier würde ich End of Turn Wastelanden. Ja, hier wird gewastelandet. Das Port. Portet man das andere Wasteland. Geil. Einfach zum Machen. War das ein rotes? Ich sehe es nicht. Es ist so kurz gewesen. Ja, ist ja gar nichts. Bolt, eine Hymn und ein Golf. Golf ist not bad. Da will ich nicht mehr Wasteland. Nee. Golf ist not bad. Golf? Alter, wie fett ist denn der? Da ist auch Planeswalker drin. Da ist Planeswalker, Land, Instant, Sorcery, Creature. Artefakt. Artefakt 6-7. Verzauberung 7-8. Uff. Das ist ein dickes Ding, du. Das kann man so sagen. 7-8 Vanilla für 2 Mana, ne? 6-7. Warum nur 6-7? Land, Kreatur, Artefakt, Verzauberung, Planeswalker, Kreatur. Ja, haben sie sich verzählt. Huh. Alle Leute, lernt mal zählen. Oder wir verzählen uns gerade. Chat wird es regeln. Da ist noch ein Deed. Ein Deed wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man das droppen könnte, aber... Da fehlt ein Mana. Da fehlt ein Mana. Gut, aber jetzt aktuell im Stillstand ist das okay. Ja, da kannst du jetzt einfach laufen. Wechsel quer, siehst du mehr. Tab, ja, Block. Block, Bounce. Ich wollte gerade sagen, da hätte ich nicht angegriffen. Da wird mir jetzt sogar. Außer man droppt jetzt die Deed. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Zweite Main Phase Deed. Oh mein Gott, stimmt. Okay, oder Hymn. Noch besser. Oh, okay. Da kannst du dir die Deed verwahren. Ja. Böse das Tat. War irgendein Stuff. In Weiß. Jitte. Auch voll okay mit Deed. Ja, mit Deed eigentlich erst okay. Machst du Deed auf 2 und dann ist dein... Deed auf 3. Ja, okay, dann stirbt wenigstens die Spirit. Ne? Bist du auf 2-2. 3-3er. Stimmt. Mana-Kosten. Richtig strong. Mana-Value, bitte. Ja, Entschuldigung. Mana-Value. Nicht ungewandelte Mana-Kosten. Die gibt es nicht mehr. Die sind... it's a hoax. Ja, okay, wenn du mal ein rotes Mana ziehen. Ja, rotes Mana wäre schon ziemlich gut. Uff, hier wird einer. Krass. Du bist aber immer noch laut Adam Riesen. Was ist denn Sorcery? Planeswalker. Hast du Instant? Ja. Stimmt, Decay. Planeswalker, die Lily. Dann die Deed. Ein Artefakt. Land, Kreatur. Ja, ja, ist eins gut. Er ist eins größer. Wäre nur relevant, wenn er jetzt auf ein Leben gehen würde. Oder mit dem nächsten Angriff auf 2. Das ist ein Field of the Ruin. Ja, dann suche ich mir halt mein rotes raus, ne? Hat der einen... Bin ich mir nicht sicher. Hat der?
Hat der ein Dings drin? Weil die sind so stiefmütterlich, die Farbe. Rot, ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich sehe da, glaube ich, keinen Mountain drin. Das sieht auch nicht so aus. Hat echt nur ein... Kann der sich gar nichts? Doch. Doch. Ein Forest. Einen wunderschönen Upper Forest. Uff, hat der nur zwei Basics da drin? Ich weiß es nicht. Ich, Könnte ich mir aber vorstellen. Ja, wollte ich gerade sagen. Mana Basis ist greedy as fuck. Dann Beat. Plusen, 6 Schaden. Ja, dann gewinnst du das Race. Nee, kannst du nicht. Das Problem ist halt, der Golf wäre eigentlich 7. Das heißt, der Gegner wäre jetzt auch auf 7 Leben. Das heißt, dann würde er nicht mehr angreifen. Ja. Weil er muss gleich Marken runternehmen für Leben. Ja. Okay, hat er eigentlich gar nicht gepumpt. Fortsies, Wim und Bolt. Hm. Ja, gehst du halt, haust mit dem Golf rein, danach machst du Boom. Ja, sich ähnlich. Oder halt im Angriff machst du Boom. Macht wenig Unterschied. Ja, da aber auch nicht. Wichtig wäre halt jetzt, ich meine, mit den ganzen Mana kann der derkste Spieler halt schon alles spielen, was er im Deck hat, außer die Kaldor Complete. Uff. Ist nicht einfach gerade, glaube ich. Ist echt nicht einfach. Na, angriffen geht man halt eigentlich auf 0 und ist tot. Do the math. Genau. Jetzt wäre man eigentlich tot. Aber man wird ja wahrscheinlich jede Counter runternehmen. Für Leben gleich. Sollte man. Klingt gesünder. Ja, ja, das stimmt. Ja, die Pernacious Steed ist halt einfach gut. Leider. Ja, ist eine gute Karte dagegen. Boah. Vor allem, weil die Planeswalk halt in Ruhe gelassen werden. Ich weiß for a fact, dass Junt halt mit Minsk und Bu rumläuft. Und wenn der Bu daran stirbt, ist das egal, weil du kriegst den ja wieder, den Hamster. Und Minsk stirbt nicht, weil Pernacious Steed hat noch das alte Wording. Ja, ja. Das heißt, nur Artefakte, Kreaturen, Verzauberungen werden kein, drauf. Da steht Permanence keine, drauf. Genau, nicht Non-Land Permanence. Boah. Ja, gut. Aber jetzt würde ich sagen, go. Jo. Der Texas-Spieler kann sich 8 Leben machen, ne? Ja. Oh. Ja, das hast du go, ne? Beziehungsweise eigentlich 6. Aber das ist anders. Das ist eine Ebene. Ja, dann Angriff. Angriff, bumm. Dann bumm. 2. 2 wäre tödlich. Also, literally tödlich. Hä? Hat man noch einen Push oder so auf der Hand? Ja, aber dann warum dann nicht einfach 3? I don't know. Das ist verwirrend. Das ist wirklich verwirrend. Weil wenn man jetzt einfach alles closed in den Spirit... Ich verstehe aber jetzt gerade nicht, weswegen die so lange überlegen. Ich glaube, es geht genau darum, ob man Push hat oder nicht. Die Möglichkeit besteht jetzt, zweimal zu plussen auf den Spirit und die anderen 4 Leben zu nehmen. Mhm. Oder die kompletten Leben zu nehmen. Weil das Problem ist, wenn man den komplett hochpusht, nur für Plus-Plus, ist man tot. Ja. Ja, ja, ja. Gesehen davon, dass man eh tot wäre. Ja, stand jetzt wäre halt Liefel, aber ja. Man hätte zumindest mal eine Marke weniger oder so noch auf der Hirte. Ja, das ist jetzt die Sache. Ne? Wenn du jetzt so einen Push fakest und der ein bisschen falsch juggelt, kannst du es sogar überleben. Ja, das ist jetzt echt... Ich glaube, da wird noch der Judge gerufen. Ja, aber wofür? Interesting. Wegen dem Token? Dass man vielleicht die Marken runternehmen kann, um ja, den Token zu töten, der vielleicht rein... Nein. Ich weiß nicht, was hier gefragt wird. Für mich ist das eine ziemlich, ziemlich klare Situation. Und deshalb verwirrend. Aber man konnte hier schön sehen, deswegen sind Judges auch auf dem FNM wichtig. Stimmt, das war FNM, ne? Das war FNM.
Das war kein kein Samstagsturnier, glaube ich. Glaube ich. Und die restlichen gehen auf Leben. Jo. Jo. Dann kriegt man noch 2 Damage. 4 Damage. Wenn man im Backswing trotzdem noch. Okay. Das ist kein Push auf der Hand. Das ist kein. Dann hat man aber echt gut. Ich verstehe es auch noch nicht ganz. Man hätte hier auf 3 gehen können. Was hat man denn da noch in der Hand? Ein Land? Ja, auf jeden Fall ein Land, ein Thoughtseize und eine Hymn. Und ein Rattle. Ein Bolt. Deshalb, also. Drei Mann, ne? Ah, das war keine. Das war ein Black Engineer. Ja. Also war keine Hymn. Da kann man dann Chor sagen. Ja. Ist ein 1-1er. Trotzdem hätte man, glaube ich, einfach für 3 dienen können. Ja, da hätten wir jetzt ein 2. Oh, da kommt noch ein Dings. Oh. Ein Solitude. Jo, das ist auch gut. Das ist auch gut. Vor allem, wenn man kein Rot hat die ganze Zeit von dem Bowl, dann hätte das Ganze schon viel, viel anders ausgesehen. Kriegt der Gegner 2 Leben. Swords on a Stick. Swords on a Stick. Und dann geht für 2, gehen wir auf 5. Ah. Ja. Ja, da weiß ich nicht, wie man da rauskommen soll. Nee, das kein ist Rot. Jetzt das der war Backswing, der ist tödlich. Punkt. Nö, das war's. Ich denke, das ist 2-0 für Texas. Jawohl. Sad World. Aber ein cooles Matchup. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao.